Hey, meine Beste draußen, ich bin's Jan von Buddies United und heute haben wir den zweiten Spieltag des Booster Battles. Heute öffnen wir drei Päckchen Adrenalin FIFA 365 2018. Hier, ich habe keine losen Päckchen mehr, deswegen muss ich ein neues Display öffnen. Dachte, ich zeige es einfach im Video, ihr seht's so. Falls ihr die Regeln und alles noch nicht so genau kennt, oben findet ihr das Video, also das vom ersten Spieltag. Da habe ich alles ganz genau erklärt und auch wieder heute. Erster Link in der Videobeschreibung ist die Abstimmung, der Link zur Abstimmung. Uns würde es wirklich freuen, wenn ihr für unsere Karte abstimmen könnt. Aber erstmal müssen wir auch eine gute Karte ziehen. In der Videobeschreibung sind auch die Links zu allen anderen Teilnehmern. Wäre richtig nice, wenn ihr dort auch vorbeischauen könntet und ein Abo da lassen könntet. Und für alle, die vielleicht gerade vom anderen Kanal kommen, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Und uns würde es freuen, wenn ihr auch einfach unsere anderen Videos auch mal abchecken könntet. Hier komplettes Display. Ich nehme mal jetzt nicht die ersten, sondern einfach von mittendrin. Hier mal ein Päckchen mit Ronaldo drauf. Dann haben wir fast nur Ronaldos, habe ich so viel. Und dann nochmal eins von fast ganz unten. So, drei Booster. Dann kommt es auch zur Seite. Also drei Päckchen FIFA 365. Und was wir ziehen wollen, ist natürlich hier eine Rare-Karte. Aber das letzte Mal hatten wir viel Glück. Hatten wir eine Club 100 Götze drin. Ich bezweifle, dass wir heute wieder so viel Glück haben können. Aber es wäre natürlich nice. Wir haben, muss man auch sagen, die ein oder andere Rare-Karte, die ist ja schon gezogen und es wäre nice, wenn wir noch eine ziehen. Drei Stück brauchen wir nämlich sogar noch. Also, erstes Booster, da haben wir Milestone-Karte Lionel Messi und das ist schon mal eine richtig, richtig kranke Karte, meiner Meinung nach. Von der Seltenheit oder so her, es ist halt in Anführungszeichen nur eine Fans-Karte, aber was ist das bitte für ein krankes Motiv? Legendärer Moment. Ich weiß nicht, warum die Kamera hier immer hängt. Aber hier, wo er das Trikot hält. 500 Tore für Barcelona. Unglaublich stark. Und ich weiß nicht, wie man diese Karte noch unbedingt toppen kann. Vielleicht außer vielleicht eine Rare. Aber da bin ich auf jeden Fall schon mal glücklich drüber. Dann Zoltán Gera, Denis Suárez, Samaris, Dzeko und Arturo Vidal. Also keine schlechten Spieler, aber also ich bin richtig glücklich über diese Karte. Freut mich auf jeden Fall jetzt schon. Dann haben wir zweites Booster, Juninho. Dann haben wir Arce als Impact Signing. Strootman, Brad Jones, Dybala auch richtig nice und Dairo Moreno von Atletico Nacional. Und drittes Booster und letzte Möglichkeit, noch eine Rare-Karte zu ziehen. Da haben wir hier Ciani, dann Alexis Henriquez, Isco, Mandzukic, Gorriaran und Pizzi von Benfica. Also die erste Karte bleibt damit meiner Meinung nach die beste Karte. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr der Meinung seid, dass ich eine andere Karte hätte nehmen sollen. Dybala, Vidal sind doch gut, Dzeko vielleicht. Aber das ist mal eine richtig Hammerkarte. Hier Lionel Messi, einfach die Bedeutung dieser Karte, wo er das Trikot hochhält im El Clasico gegen Real Madrid. Finde ich stark, richtig nice Karte, auch vom Glanzeffekt finde ich die ja richtig nice. Also diese Serie ist Panini richtig, wirklich wieder gut gelungen. Und ich freue mich schon auf die WM-Serie. Zur Road to Russia habe ich auch gestern ein finales Mappen-Update mit der vollen Mappe. Das könnt ihr auch angucken. Aber das war es dann auch schon mit dem Video. Also das ist meine Wahl. Lionel Messi, Milestone-Karte. Also besonders einfach diese Bedeutung dieser Karte bei diesem Spiel, als er kurz vor Schluss einen Siegtreffer gemacht hat. Unglaublich. 500 Tore für Barca. Das alleine ist schon krank. Also, das ist meine Wahl. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Karte. Natürlich Rare-Karten wäre natürlich wahrscheinlich sogar noch besser gewesen. Aber ich finde das auf jeden Fall richtig glücklich. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr abstimmen könntet. Der Link zur
Abstimmung ist in der Videobeschreibung der erste. Und wenn ich kenne die Karten der anderen aus meiner Gruppe nicht, aber wenn die auch eine richtig kranke Karte gezogen haben, könnt ihr natürlich auch gerne für die abstimmen. Auf jeden Fall, stimmt auf jeden Fall ab, nehmt teil, seid Teil dieses Projektes. Und das war's dann für heute. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert nicht vergessen und schaut bei den anderen vorbei. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao.